Beschäftigen wir uns mit dem Begriff Löslichkeit und Lösungsmittel. Löslichkeit von Stoffen in Wasser. Hier am Beispiel von Würfelzucker. Wir füllen in ein Gefäß Wasser und geben mit Hilfe einer Pinzette ein Stück Würfelzucker hinzu. Sofort sieht man Blasen aufsteigen, das heißt, der Zucker beginnt sich im Wasser zu lösen. Nach circa 2 Minuten hat sich schon ein Großteil des Würfelzuckers aufgelöst. Scheinbar verschwindet der Würfelzucker. Dass der Würfelzucker nicht wirklich verschwunden ist, verrät der süße Geschmack des Wassers. Aus dem Wasser ist Zuckerwasser geworden. Der Würfelzucker hat sich im Wasser gelöst. Im Wasser können sich Stoffe lösen, deshalb bezeichnet man Wasser auch als Lösungsmittel. Nach ca. 5 Minuten ist das komplette Stück Würfelzucker aufgelöst, allerdings befinden sich nicht alle Teile in Lösung. Die Löslichkeit ist eine messbare Eigenschaft. Um die Löslichkeit unterschiedlicher Stoffe im Wasser vergleichen zu können, hat der Chemiker diese Größe entwickelt. Sie gibt an, wie viel Gramm des Stoffes sich in 100 Milliliter Wasser lösen. Gehen wir von einer Temperatur von 20 Grad aus, so lösen sich in 100 Milliliter Wasser ca. 36 Gramm Kochsalz. Bei der gleichen Temperatur lösen sich allerdings in 100 Milliliter Wasser nur ca. 0,2 Gramm Gips. Alle Flüssigkeiten, die Stoffe lösen, heißen Lösungsmittel. Löslichkeit verschiedener Stoffe, das Lösungsmittel. Flüssigkeiten, die Stoffe lösen, heißen Lösungsmittel. Die Löslichkeit ist eine messbare Stoffeigenschaft. Sie gibt an, wie viel Gramm eines Stoffes sich in 100 Milliliter eines Lösungsmittels lösen. Nicht alles ist im Wasser löslich. Während sich Kochsalz und Kaliumpermanganat gut im Wasser lösen, sind Asche und Öl nicht im Wasser löslich. Neben Wasser dienen aber auch andere Flüssigkeiten als Lösungsmittel. Sie haben jedoch auch andere Lösungseigenschaften. So lässt sich zum Beispiel im Benzin kein Kochsalz lösen. Es ist jedoch ein gutes Lösungsmittel für Öl. Wir sehen hier die verschiedenen Stoffe, zum Beispiel Wasser und Kochsalz, was sich gut löst. Wasser und Öl bildet zwei sogenannte Phasen. Das Öl löst sich nicht. Bei Wasser und Holzkohle sieht es genauso aus, während sich Kaliumpermanganat sehr gut lösen kann. Diese Vorgänge wollen wir uns jetzt versuchen, mit Hilfe eines Modells zu erklären. Im ersten Bild sehen wir ein Gefäß mit Wasser. Im unteren Teil habe ich das Wasser als sogenannte Kügelchen dargestellt, in Blau. Wenn ein Stück Würfelzucker hinzugegeben wird, löst sich der Würfelzucker im Wasser. Der Würfelzucker ist im unteren Bild als graues Kästchen zu erkennen mit grauen Kügelchen. Einige dieser Kügelchen haben sich schon im Wasser gelöst. Mit fortschreitender Zeit wird das Stückchen Würfelzucker immer kleiner, da immer mehr Teile in Lösung gehen. Am Ende ist der Würfelzucker gelöst. Wir sehen also nur noch ein gleichmäßiges Bild von blauen und grauen Kreisen.